Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Die Roadmap kam überraschend heute schon am Donnerstag und es sind echt mega, mega krasse Dinge, die uns erwarten. Ich würde sagen, wir springen einfach direkt mal rein und schauen uns an, was Neues kommt. Da haben wir die Roadmap und ihr seht es schon. Als erstes natürlich nächste Woche Parsofinos und Zaumzeuge oder Ausrüstung generell. Dann spannende Dinge. Ein neues Championat. Ein neues Championat nach ewig langer Zeit auf Jorvik. Wird mit der Baroness zu tun haben und in der Gegend der Rennstrecke hier stattfinden, wie wir auf dem Bild schon sehen können. Also die neue Rennstrecke wird ein neues Championat bekommen und neue Rennen. Sehen wir auch schon in der dritten Woche unten Rennen bei Sir Modde und das ist der Kollege, neben dem ich hier gerade stand an der Rennstrecke. Das heißt, wir werden auch endlich an der neuen Rennstrecke, wie ich es vorher gesagt habe, auch neue Rennen noch bekommen, was mega cool ist. Und als nächstes, wir haben endlich wieder Dinge in Eprona und zwar Tiere studieren oder untersuchen quasi in Day or Night, also am Tag oder in der Nacht. Eine Aktivität, die man vielleicht nur machen kann, wenn es in SSO dunkel oder hell ist. Auch sehr interessant. Und das sind erstmal die Vorschaubilder hier. Ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze natürlich nochmal genauer an. Und zwar auf der News-Seite von Star Stable hier. Da sehen wir schon die neuen Parsofinos. Die kennen wir ja schon zum größten Teil. Und jetzt lesen wir uns das Ganze nochmal genauer durch. Also am 4. Mai, nächste Woche, Mittwoch, kommen die neuen Parsofinos und Dressurreitzubehör. Möge das Pferd mit dir sein. Mach dich auf die eleganten Bewegungen des Parsofino gefasst. Und er kommt nicht allein. Du kannst ihn mit neuen Dressursätteln und Decken ausstatten. Klingt doch auf jeden Fall schon mal echt super. Aber jetzt kommen wir zu den spannenden Dingen, von denen wir noch nichts wussten bisher. Wie gesagt, die neue Meisterschaft. Als Folge der neuesten Quest rund um die Baroness gibt es auf Jorvik eine neue Meisterschaft. Zeit, deine Siegersammlung eine weitere Schleife hinzuzufügen. Das Pferde von Jorvik-Rennen kommt ebenfalls wieder. Also, wir haben Pferderabatte wieder zusätzlich zu der Meisterschaft. Finde ich gut, dass das kein einzelnes Update ist, sondern zusammengefügt mit einem neuen Championat. Und da bin ich mal gespannt, welche Rasse dann da im Fokus steht und auf welche Rassen wir dann Rabatt bekommen. Vielleicht mal was anderes. Wir hatten jetzt Pony, vielleicht kommt jetzt so iberische Pferde oder vielleicht passen zu den Parsofinos südamerikanische Pferde oder was auch immer. Was könnte es denn noch geben? Also wir hatten jetzt eigentlich schon viele Dinge, die man so, vielleicht auch Dressurpferde, stimmt, Dressurpferde könnte auch Sinn machen. Wir hatten ja schon einige Ereignisse, wie halt zum Beispiel Pferde, die Kälte lieben, kälteresistente Pferde, sowas. Dann halt Ponys und so weiter. Also schreibt da gerne mal eure Vermutung rein, was da kommt. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt, auf welche Rassen es dann Rabatt gibt. Und fröhliche Pferdewoche ist da, kostenlose Stallhilfe für die Zufriedenheit deiner vierbeinigen Freunde eine ganze Woche lang. Also die Woche klingt doch echt super, oder? Schreibt gerne auch in die Kommentare, auf was ihr euch davon alles am meisten freut. Dann, die Woche danach, das Rennen des Sir Modde. Das ist, wie gesagt, der Kollege hier von der Rennstrecke. Und wir bekommen zwei neue Rennen bei der Rennstrecke der Baroness. Und wir bekommen neue schicke Requisiten für die Koppel, die wir teilweise jetzt schon gesehen haben. Neues Reitzubehörset ebenfalls, wenn du am Hof auf der Rennstrecke arbeitest. Klingt doch echt cool. Also, das ist schon echt das, was bei der Rennstrecke noch gefehlt hat. Da wir jetzt neue Rennen bekommen haben, also nach der Überarbeitung gibt das alte Rennen jetzt nur noch 150 statt 250. Und jetzt bekommen wir endlich die XP wieder, indem wir quasi neue Rennen bekommen. Das ist doch auf jeden Fall cool. Ich bin echt gespannt, was es da für Rennen geben wird. Ich hatte ja da mal in dem einen Video schon so ein paar Ideen geäußert, dass man irgendeinen, ja, Sprungreit oder Slalomlauf oder was anderes noch machen kann, was halt auf, ja, wo es halt auf Geschwindigkeit an der Rennstrecke ankommt. Vielleicht wird es aber auch ein Geländerennen. Wer weiß, wir werden es sehen. Also hier auf dem Bild sehen wir ein Sprungrennen mit so einer Hecke. Das könnte auf jeden Fall eins der neuen Rennen sein. Bei dem Championat da oben sehen wir übrigens dieses Häuschen da an der Rennstrecke. Also da wird nochmal ein bisschen was vielleicht leicht umgestaltet, sodass das Championat dann da stattfinden kann. Bin ich auf jeden Fall echt schon gespannt. Könnte auf jeden Fall, ich bin mir gar nicht sicher, wo genau das ist. Könnte das diese eine Seite sein, die momentan so ein bisschen länger ist? Würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Also wir machen eine ganz kurze Unterbrechung hier. Und ich laufe mal hier rüber. Könnte ja sein, dass das Championat hier in dieser längeren Seite startet.
Hier so. Aber so viel länger ist die doch nicht. Vielleicht machen sie die. Na, nee, hier ist auch ein Weg. Im Weg quasi. Ah, okay. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, aber da wird anscheinend hier noch ein bisschen was umgestaltet, sodass dann hier das Championat starten kann. Aber mal gucken, ich bin gespannt. So, machen wir weiter mit dem Text hier. Das waren die Rennen. Jetzt kommen wir noch zum Tiere beobachten. Das klingt auf jeden Fall auch mega cool. Eine neue Quest oder Aufgabe, die man dann über längere Zeit machen kann. Mega, mega cool. Mit Professor Hayden. Es geht um eine Insektenplage in Hollow Woods. Können die dann bitte vorher auch Hollow Woods direkt überarbeiten? Also, James und Hayden werden wohl. Was hat denn James damit zu tun? Werden wohl deine Unterstützung brauchen. Sie wollen ein Buch über Pferde schreiben. Und dank des neuen Tag-Nacht-Reglers kannst du dir aussuchen, ob du diese Quest bei Tag oder bei Nacht erleben möchtest. Es gibt einen neuen Tag-Nacht-Regler. Kann man jetzt die Uhrzeit einfach so umstellen? Also, das sind auf jeden Fall viele Infos hier. Man kann im Fotomodus andere Spiele ausblenden. Oh mein Gott, das ist doch. Ey, News über News, gute Updates nacheinander. Also in letzter Zeit, meiner Meinung nach, Star Stable richtig, richtig ja, positive Pluspunkte sammeln, sagen wir so. Richtig coole Updates, macht mega Spaß alles. Also schreibt gerne eure Meinung dazu in die Kommentare, aber das klingt doch alles super. Und das neue Pferdeverkauffenster wird für alle verfügbar sein. Noch etwas Neues am 25. Mai dann. Das klingt doch echt mega. Also, Professor Hayden braucht Hilfe, Insektenplage in Hollow Woods. Eine Quest. Okay. Hoffen wir, dass Hollow Woods kahl gefressen wird und es danach überarbeitet wird, dass wir die Blätter wenigstens schon mal nicht mehr sehen. Das ist das, was ich da vielleicht hoffe. Und beobachte Tiere bei Tag und Nacht. Also. Buch über Pferde schreiben, James und Hayden zusammen. Wird es dann irgendwie so eine Art Sammlung sein? Weil beobachte Tiere, müssen wir irgendwie Fotos von Tieren machen als Sammlung oder als Quest? Wird das einfach nur eine Quest sein oder? Ich weiß es nicht. Also ich bin auf jeden Fall echt gespannt und hoffe mal, dass das was Langfristiges wird, was man dann irgendwie als tägliche Aufgabe immer machen kann und dann quasi immer Ruf sammelt oder so. Oder wie gesagt, wie bei Token, so eine Sammlung, wo man von verschiedene Tiere beobachten muss, was auch immer. Und das mit dem neuen Tag-Nacht-Regler kann man sich aussuchen, ob du diese Quest bei Tag oder bei Nacht erleben möchte. Das klingt auf jeden Fall auch interessant. Ich hoffe mal, dass das dann nur bei der Quest ist und nicht generell so Tag-Nacht, weil, weiß ja nicht, ist eigentlich ganz sinnvoll und cool, dass sich die Uhrzeit in Star Stable, wie sie sich auch in echt ändert, auch in Star Stable ändert. Wäre irgendwie blöd, wenn man dann die ganze Zeit zwischen Tag und Nacht switchen kann. Naja, mal gucken. Dazu haben wir eigentlich den Fotomodus. Aber das sind so die Dinge, die uns erwarten. Ich bin mega, mega gespannt. Schreibt gerne in die Kommentare, auf was ihr euch am meisten freut. Also ich kann mich gar nicht entscheiden. Auf das neue Championat freue ich mich mega. Ich freue mich, dass endlich Rennen hier an der Rennstrecke kommen. Und ich freue mich natürlich auch, dass diese Quest mit den Tieren kommt. So, das wird auf jeden Fall wieder ein super Monat, der Mai, wo man sich auf mega viel freuen kann. Ich bin gerade echt mega gehypt. Und damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Wenn ihr auch gehypt seid, lasst gerne einen Daumen nach oben da und ein Abo, wenn ihr keine zukünftigen Videos verpassen wollt. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.